Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben mit dem Z80 gearbeitet und wir werden jetzt etwas weitermachen. Und zwar haben wir hier diese Einführung gemacht, gell? Wir haben gesehen, es gibt einen Emulator, gell? Den müssen wir nochmal ausprobieren und haben Befehle klassifiziert in die Befehlsklassen, also 700 offizielle Maschinenbefehle oder Assemblerbefehle, der Befehlssatz, also des Z80, und da haben wir gesagt, es gibt Transportbefehle, Verarbeitungsbefehle, Befehle zur Steuerung des Programmablaufs und CPU-Steuerbefehle. Das sind die vier Klassen. Und um jetzt damit zu arbeiten, muss man oft Operanden holen, also Argumente laden für die Befehle. Gell? Also das, was im Von-Neumann-Zyklus der dritte Schritt ist, gell? Okay, also Phage, Decode, Phage, Operand. Gell? Und dieses Phage, Operand, die Operanden laden, das ist auf mehrere Arten möglich. Und das sind die Adressierungsarten. Gell? Also die Adressierungsarten erklären dir, wie es möglich ist, einen Befehl zu laden. Gell? Und das wollen wir jetzt mal anschauen, gell? Also die Adressierungsarten beschreiben die Möglichkeiten der Adressierung der Argumente, der Operanden, gell? In Befehlssatz. Gell? Es gibt also Befehle mit unterschiedlicher Art des Zugriffs auf die Operanden. Gell? Und ja, wen betrifft das? Gell? Also die Verarbeitungsbefehle, die haben normalerweise, und wenn man nachschaut, wird es immer so sein, die Argumente irgendwo im Register, gell? Oder Register mit einem Wert oder so, gell? Da sind wir nicht so flexibel. Aber insgesamt gibt es sehr viele und vor allem betrifft es die Transportbefehle, gell? Ja, und die einfachste Art ist die immediate Adressierung, also die unmittelbare Adressierung. Und jemand sagt dann die unmittelbare Adressierung oder so, gell? Also die unmittelbare Adressierung, dort steht der Wert, den man sich irgendwo holt, gell? Der transportiert wird, direkt beim Befehl. Gell? Und der steht nicht irgendwo im Speicher oder so, gell? Also gibt man keine Adresse an, sondern das Argument steht direkt hinter dem Befehl im Speicher. Gell? Wenn wir also das Programm haben, den Maschinencode, gell? Und irgendwo dann unseren Opcode, gell? Der den Befehl ausmacht und dahinter steht dann das Argument. Das ist die unmittelbare Adressierung. Gell? Okay, also der zu transportierende Operand steht im Befehl. Zum Beispiel LD A mit einem Wert. Gell? Also das bedeutet was? Lade in das Register A den Wert 2,0 hexadezimal. Und ja, was bedeutet das? Gell? Es bedeutet, dass wir diesen Wert 2,0 in das Register A der CPU schreiben sollen. Gell? Ja, schauen wir das mal an da auf der CPU. Gell? Wir haben da dieses Blockschaltbild. Also das Register A, gell? Das ist also das hier. Gell? Und hier hinein wollen wir 2,0 hexadezimal schreiben. Gell? Mhm. Und ja, wie schaut denn das jetzt aus? Und wenn wir das mal übersetzen in den zugehörigen Maschinenbefehl, dann schaut es so aus. Dann haben wir 3E, das ist der Opcode, gell? Das ist also der Befehl und dann steht das Argument dabei und das Argument ist 2,0 hexadezimal. Gell? Und, ja. Und wenn wir das mal schauen, ich gehe jetzt da in eine virtuelle Maschine. So, und was ist denn jetzt? Okay. Und die virtuelle Maschine, dein Screensaver, okay. Also bla bla bla. Und wir sind da, gell? Und hier drinnen gehen wir das jetzt mal ausprobieren, gell? Und zwar haben wir Folgendes gemacht. Wir haben hier unseren Artikel und dort drinnen hatten wir diesen Link auf den Emulator, gell? Und ja, wenn ich den aufmache, gell, dann habe ich hier dieses Download EMU Z80
Und wenn ich dann hier hergehe, gell, dann habe ich den heruntergeladen und hier ist die Datei. Gell. Was habe ich gemacht? Anzip emo z80.zip. So, gell. So, überschreiben, ja, okay. Und was kommt heraus? Emo z80.exe. Um jetzt emo z80.exe laufen zu lassen, bräuchte ich ein Windows, gell? Und wir haben schon letztes Mal gesehen, dieser Emulator, der ist eigentlich für ältere Windows-Versionen, gell? So für 16-Bit-Windows-Versionen geschrieben worden, gell? Und ja, heute hätten wir wahrscheinlich ein bisschen ein Problem damit, das zum Laufen zu kriegen, gell? Wir haben aber eine Möglichkeit, und zwar unter Linux gibt es einen Windows-Emulator, gell? Und der heißt Wine. Und diesen Wine, den können wir holen, gell? Den können wir installieren aus den Package-Quellen. Machen wir apt-update, gell? Mit apt-update. So, jetzt bin ich User, mache ich es mal, gell? Bekomme ich sofort eine Fehlermeldung, weil der User darf das nicht, gell? Da muss man root werden. Wie werde ich root? Also hier bin ich schon, mache ich mal ja, zurück, mache ich sudo su minus. Sudo su minus, ich gebe das Passwort ein, gell? Und ich habe es vorher schon eingegeben, also frage nicht nochmal. Und jetzt kann ich machen apt update, gell? Und apt update synchronisiert die Package-Quellen. Und wenn das gemacht ist, dann habe ich synchronisierte Package-Quellen und kann dann machen apt install wine. Und ja, jetzt sagt er, ja, das Wine, das ist schon in Ordnung, weil ich es vorher gemacht habe. Da installiert er dann eine ganze Reihe von Paketen. Gell? Das Einzige, was er hier sagt, da gibt es Pakete, die ich nicht mehr brauche, gell? Weil ich Wine installiert habe. Fein. So, das läuft. Jetzt sind wir da. Und jetzt werden wir das ausprobieren. Wie mache ich das? Mit Wine. Und dann muss ich die ausführbare Datei angeben. Dann wird die ausgeführt. So, lass mal ihn laufen. Er startet. Der braucht einen Moment, weil der lädt jetzt eine ganze Windows-Umgebung. Gell? Also das ist jetzt ein großes Stück, was hier abgeht. Gell? So, wo ist er denn? Ah, er kommt hier. Gell? Machen wir die Shell mal klein. Und was habe ich hier? Das ist mein Emulator. Also nicht mein Emulator, das ist der Emulator des Z80, der an der Universität Genua vor vielen Jahren geschrieben wurde. Gell? Und jetzt gehen wir mal schauen da. Und zwar haben wir gesagt, wir wollen Lord A20 Hexadezimal mal anschauen. Gell? Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Gell? Stehen dort da 3E20. Weil wir können jetzt auch in den Befehlssatz schauen. Gell, ich habe da so einen Befehlssatz mit ganz vielen. Gell, und da schauen wir mal Lord LD, die sind alle da irgendwo. Gell, Lord LD ins A 2.0. Und 2.0, das ist ein Wert. Und hier, und zwar ein 8-Bit-Wert. Und ein 8-Bit-Wert wird hier immer mit einem N angegeben. Gell, das lässt man da auf diesem alten Fotokopier nicht gut, das ist dieses da, LDAN. N ist ein Wert, gell? Und da steht 3E20. Und das gehen wir jetzt schauen, ob das überhaupt stimmt, gell? Da gehen wir dafür in unseren Emulator und schreiben LDAN20 Hexadezimal. Und was mache ich jetzt? Gehe da her und jetzt gehe ich das assemblieren. Ich gehe das übersetzen. Und das haben sie da ein bisschen schlampig gemacht und haben es kompilieren genannt. Gell? Naja, macht dann dasselbe. Übersetzt unser Programm, unser Assembler-Programm, das nur einen Befehl umfasst, in ein Maschinenprogramm. Und wir sehen da, da steht, aha, 3E20. Also dasselbe, das ich auch in der Befehlsliste gefunden habe. Gell? Und dieses 2.0 hier drinnen, das ist das Argument. Und das 3i, das ist der Opcode. Gell? Also der Befehl selbst, oder Opcode, ist
ein Byte lang und das zweite Byte, das 2.0, das ist das Argument, gell, für die immediate Adressierung. Wenn ich hier nicht 2.0 schreibe, sondern etwas anderes, dann steht hier 3e und das etwas andere. Gell, gehe ich zurück, editieren und dann schreibe ich da von mir aus mal, ja, was schreiben und schreibe auch 12. Mhm. Oder 1, 2 hexadezimal müssen wir sagen, weil es nicht 12 ist. So, übersetzen und was steht denn dann? 3e, 1, 2. Genau, weil da wird dann 1, 2 hexadezimal geschrieben. Mhm. Schön. Geil. Okay, also immediate Adressierung. Wo sind die Daten? Wo ist der Operand? Direkt hinter dem Opcode des Befehls im Speicher. Geil. Also nicht irgendwo, sondern hinter dem Befehl. Geil. Das ist so, wie das Hündchen dem Herrchen nachläuft. Geil. So laufen die Operanden bei der immediaten Adressierung dem Opcode nach. Geil. Okay. Also, ja, wir können nicht sagen, die immediate Adressierung, das ist die Hündchenadressierung, gell? Aber die ist es nun mal, gell? Mhm. Okay, die direkte Adressierung. Also, die direkte Adressierung funktioniert so, dass man als Argument dem Befehl die Adresse mitgibt. Das ist die direkte Adressierung, gell? Also nicht der Wert, der irgendwo transportiert wird, wird den Befehl mitgeben, sondern die Adresse der Speicherzelle, wo man den Wert findet. Gell? Und irgendwo im Speicher, im Arbeitsspeicher steht es und die Adresse steht dabei. Gell? Und wie macht man das? Gell? Also wenn man jetzt vorher haben wir gesagt, Load A mit einem Wert, dann steht hier der Wert. Wenn wir hingegen die Adresse verwenden, dann müssen wir das in runde Klammer setzen. Gell? Also wenn wir das in runde Klammer setzen, dann ist das da drinnen nicht das Argument, das den Operand darstellt, sondern das stellt die Adresse dar, wo wir den Operanden finden. Gell? Das ist jetzt also die Adresse eines Speicherzeller. Gell? Ja. Und wenn wir das jetzt mal aus ja, übersetzen, Load A mit 0584. Mhm. Gehen wir zurück in den Editor. Okay. Kommen wir auch aus nächste Zeile. Load A, runde Klammer, 0584, hexadezimal haben wir gesagt. Okay. Das gehen wir übersetzen. Assemblieren und was steht denn? Hier steht 3A, 8405. Statt 0584. Hm. Jo, was heißt das? Das heißt, dass wir hier beim Befehl, beim Opcode, ein Byte Opcode haben, 3a, und dann stehen 2 Byte für die Adresse. Und die 2 Byte für die Adresse sind klar, weil der Adressbus, das sind 16 Bit. Und die 16 Bit, die kann man in 2 Byte darstellen. Und noch etwas ist interessant, die Adresse ist hier 0584. Aber beim Befehl steht der Opcode und da steht 8405. Genau in umgekehrter Reihenfolge. Und so ist das beim Z80. Beim Z80 kommt zuerst immer das niederwertigere Byte und dann das höherwertigere Byte, wenn wir irgendetwas mit 16 Bit verwenden. Und die Adresse ist eben 16 Bit. Gell? Also steht 3a. 8405 und das ist nichts anderes als LDA, woher von dem Speicher mit der Adresse 0584 hexadezimal. Mhm. Also direkte Adressierung. Ich habe beim Opcode die Adresse des Speichers, gell? Und dort an dieser Stelle steht mein Operand. Jo. Direkte Adressierung, ich gebe die Adresse an. Dann gibt es die direkte Adressierung. Ich gebe nicht die Adresse an, sondern ich sage, wo die Adresse zu finden ist. Und das, wo die Adresse zu finden ist, das ist ein Doppelregister. Gell? Und ein Doppelregister, wenn wir das schauen mal, hier haben wir mehrere solche Doppelregister, gell? Also der HL, DE, BC. Schaut mal da. Weil, also da haben wir BC, DE, HL. Das sind die Doppelregister, die ich dafür indirekte Adressierung verwenden kann. K,
gell, dort unten, ah, da haben wir gehabt LDR und in Klammer NN in dieser Befehlsliste. NN steht also für etwas mit 16 Bit, eine Zahl mit 16 Bit, gell. Und das war vorher die Adresse, gell. Und warum die Adresse? Weil es hier in runden Klammern steht, gell. Okay, und ich habe da jetzt genommen LDAHL. HL in Klammer, also ist seine Adresse. Und wo steht die Adresse? Die steht nicht im Befehl, sondern die steht im Doppelregister HL. Also, ich kenne die Adresse indirekt. Gell? Ich weiß, wen ich fragen kann, um etwas über jemand anders zu wissen. Also ist es etwas Indirektes. Gell? Da steht 7E als Maschinenbefehl. Gell? Also sehr kompakt, ein Byte. Gell? Ist auch irgendwo verständlich, gell? Weil wir ja hier keine Werte oder keine Adressen beim Befehl stehen haben. Die Adresse steht in einem Register, gell? Okay, jo, Beispiel war das da und 7e jo, ist dann der Maschinencode dazu. Gehen wir da mal hinein und dann gehen wir wieder da zurück zum Editor und wir haben gesagt LD A, von woher? Von dort, wo HL ist, gell? Das gehen wir jetzt wieder übersetzen, assemblieren, gell? Und ups, es tat regieren, ohne, also ein Fehler ist passiert. Achso, ich habe nicht LD geschrieben, sondern LS, gell? Aber das geht nicht, gell, wenn der Lehrer falsch schreibt, gell? Mhm. So, nochmal, assemblieren und A, es hat funktioniert, was ist denn rausgekommen? 7e. Geil, also 7e ist also der Opcode, geil, dieses Befehls LDA von der Adresse, die in HL steht. Indirekte Adressierung. Geil. Mhm. So, dann gibt es etwas, das hat es erstmals beim Z80 gegeben, bei diesen kleinen Mikroprozessoren. Der, ja, der Vorgänger, geil, der ja, Intel, der hat es nicht gekannt, gell? Und zwar die indirekte Adressierung mit einem Offset. Und das, das nennt man dann Indexadressierung, gell? Weil das mit diesen Indexregistern vonstatten geht. Und das macht die indirekte Adressierung noch flexibler. Man kann also hier so von einer indirekten Adressierung mit einem bestimmten Delta an Adresse dann sprechen, gell? Zum Beispiel hier haben wir gesagt LDA, ja, wo, was gehen wir in A hineinschreiben? Das, was an der Speicherstelle steht, die, deren Inhalt wir in X kennen und zu der Adresse zählen wir 5 dazu, gell? Also ist das LDA, ja, woher, gell? Von der Adresse, die sich aus dem Inhalt von IX plus 5 bildet. Gell? Und hier haben wir etwas, was müssen wir als Argument beim Befehl finden? Die 5 irgendwo. Gell? Also hier haben wir diese 5. Gell? Und der Opcode selbst ist DD7E. Hier haben wir also einen Opcode, der nicht ein Byte lang ist, sondern 2 Byte lang ist. Gell? Und wenn ihr an die 700 Befehle denkt, das Z80, kann man dann alle Befehle mit einem Byte darstellen. Und die Antwort ist nein, nichts mit einem Byte, kann man nicht über die Runden. Okay, gehen wir das mal eingeben. Also, gehen wir zurück zum Editor. Mhm. LD. A. Woher? Dort, also von der Adresse, die in X steht, plus 5. Okay. Gehen wir es kompilieren oder assemblieren, müsste man sagen, gell? Also dann steht hier LD AX plus 5 und das ist ein DD 7E und 05. Und 05 ist hier dieses Offset, gell? Also das ist ein Offset von 8 Bit, gell? Und nicht 16, gell? Mhm. Okay, ja, dann haben wir noch die Stack-Adressierung. Die Stack-Adressierung, gell,
Dort hat man die Möglichkeit, etwas auf einen Stapel zu legen oder vom Stapel zu lesen, gell? Also auf den Stapel schreiben mit Push, gell? Oder vom Stapel lesen mit Pop, gell? Und was kann man dort hinauflegen auf den Stapel, gell? Man kann hinauflegen, also Doppelregister, gell? Und wenn wir da schauen, jo, wo haben wir es denn da irgendwo? Man hat die Möglichkeit, Push zu machen. A, F, B, C, D, E, H, L, X oder Y. Man kann also diese Doppelregister hier nehmen und ablegen. Gell? Man kann sie also speichern und man kann sie mit Pop wieder zurückholen. Gell? Und das Deck oder Stapel, gell? Das ist also eine Struktur, wo immer der letzte, den man geschrieben hat, der erste sein wird, der wieder gelesen wird, gell? Ja, das ist ein bisschen wie in der Verwaltung, oder Verwaltung sagt man auch, gell, dass die Daten, die Akte, wie ein Stapel dann behandelt werden. Das heißt, kommt ein neuer her, kommt er immer oben drauf, gell, und wird dann auch verarbeitet, wo wird er geholt, nicht unten raus, fällt der Stapel um. Nein, immer von oben, gell. Das heißt, die Ersten, die ganz unten sind, das werden die Letzten sein. Und die Letzten, die ganz oben sind, das werden die Ersten sein. Das ist ein Stapel, gell? Okay, also, naja, gell, also, da sie damals die Bibel geschrieben haben, haben sie vielleicht an die Stapelverarbeitung der Informatik gedacht, gell? Ja, wer weiß, gell? Also, die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten. Das ist die Stack-Adressierung, gell? Mhm. Okay, ja, dann, nochmal zurück, gell? Wir könnten hier dieses Push und Pop hier noch hineinschreiben und übersetzen, gell? Schauen wir mal. Okay, was haben wir gesagt? Also Push AF und Pop AF. Ich gehe her und übersetze das und was kommt denn raus? Push AF, das ist F5 und Pop AF, das ist F1, gell? So, schauen wir nochmal. Mhm. F5 und F1, also dort Push AF, F5 und Pop AF mit F1. Geil. Ja, also das ist eine weitere Grundlage der Arbeit mit dem Z80. Geil. Holt euch auch diesen Emulator, weil also den kann man da einfach runterholen, wo man gesehen haben, da speichern tun wir jetzt nicht, weg damit. Geil. Und eben das Wein. Das ist wichtig, gell? Dass man also dieses Wine dann, so ja, jetzt bin ich der Benutzer, also dass man das apt-update macht, gell? Also die Package-Quellen synchronisieren und apt install wine, gell? Um dann diesen Windows-Emulator zu installieren, gell? Mit dem man so einfache Programme eigentlich ganz nett zum Laufen kriegt. Mhm. Bis zum nächsten Mal.